Hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil des Lernzyklus über den Grundwert. Jetzt schauen wir uns gemeinsam ein Beispiel an, bei dem wir einen Grundwert berechnen müssen. Los geht's! Folgendes Beispiel habe ich für dich mitgebracht. Tina hat 10 Euro im letzten Monat gespart. Das sind 40% von ihrem Taschengeld. Die Frage ist, wie viel Taschengeld bekommt Tina jeden Monat? Wir werden diese Aufgabe jetzt zwei Möglichkeiten berechnen. Die erste Möglichkeit ist natürlich die einfachste oder schnellste auf jeden Fall. Einfachste würde ich gar nicht sagen, indem wir einfach stur in die Formel einsetzen, die wir im letzten Video gelernt haben. Dazu müssen wir uns mal überlegen, was bei dieser Sachaufgabe der Grundwert, der Prozentsatz und der Prozentwert ist. Okay, 10 Euro hat sie gespart. Und diese 10 Euro sind 40%. Das heißt, wir haben hier schon zusammenhängenden Prozentsatz und Prozentwert gefunden. Tragen wir das gleich ein. Die Prozente trage ich beim Prozentsatz ein. Das sind 40. Und der dazugehörige Wert sind die 10 Euro. Wie viel sie insgesamt jedes Monat bekommt, also unsere 100%, die suchen wir. Das heißt, beim Grundwert schreibe ich ein Fragezeichen hin. Wir brauchen also die Formel für den Grundwert. Weißt du die auswendig? Ist es überhaupt kein Problem? Dann kannst du sie einfach direkt aufschreiben. Wie ging die nochmal? W durch P Hundertstel. Das ist die Formel für den Grundwert. Das heißt, wir brauchen jetzt Nummer einzusetzen. W ist in unserem Fall 10. Das Hier siehst du es nochmal. Und P ist 40. Du weißt auch schon, dass 40 Hundertstel genau 0,4 sind. Und 10 durch 0,4 können wir jetzt berechnen. Da kommt 25 heraus. Das bedeutet jetzt für unser Beispiel, dass Tina jeden Monat 25 Euro bekommt. Probieren wir jetzt die zweite Möglichkeit, denn so eine Formel zu merken, das ist oft schwierig, denn es gibt so, so viele Formeln, die kann man schnell mal vergessen. Deshalb versuchen wir es auch ohne diese sture Formel auswendig lernen. Ich schreibe wieder einen Satz, der uns bekannt vorkommt. Wir wissen, 40% von wovon? Vom Taschengeld. 40% vom Taschengeld sind genau diese 10 Euro. Okay, aus dem Satz heraus sehen wir wieder sofort, 40% ist P. Wovon berechnen wir die 40%? Vom Taschengeld, und es kommt dann 10 Euro heraus, das ist W. Und eben dieses Taschengeld hier, das ist G, der Grundwert. Jetzt können wir wieder super die Formel ableiten. 40% sind 40 Hundertstel. Dieses von oder vom übersetzen wir als mal g und dann kommt w oder in unserem Fall 10 heraus. Dieses g wollen wir jetzt berechnen. Das heißt, wie auch im letzten Video schon, denken wir wieder an die Äquivalenzwaage und passen auf, dass sie im Gleichgewicht bleibt, dass unsere Gleichung richtig bleibt, und formen um. Die 40 Hundertstel, die müssen weg, das G alleine ist. Da steht ein Mal dazwischen, deshalb dividieren wir jetzt durch 40 Hundertstel. Dadurch sind sie hier weg auf der linken Seite. Aber nicht vergessen, auch rechts müssen wir durch 40 Hundertstel dividieren, sonst kommt unsere Waage ins Ungleichgewicht. Das können wir jetzt ausrechnen. Und schau mal, das ist genau dasselbe, was da drüben steht. Das heißt, eigentlich haben wir das schon berechnet. Das ist 10 durch 0,4 und raus kommt 25. Das heißt, über diesen Rechenschritt haben wir genau dasselbe gemacht, aber wir mussten uns keine Formel auswendig merken. Perfekt, oder? Schreiben wir noch einen Antwortsatz. Nämlich, Tina bekommt immer 25 Euro an Taschengeld. Das wissen wir jetzt. Auch bei der Antwort ist es ganz wichtig,
dass du nicht darauf vergisst, hier die Einheit dazu zu schreiben, Euro. Allgemein, die Antwort ist wirklich wichtig, wenn du so eine Sachaufgabe hast. Beide Möglichkeiten haben uns zum selben Ziel geführt, je nachdem, was dir lieber ist. Du kannst die Formel auswendig merken und so rechnen. Oder viel länger dauert es auch nicht. Du leitest es dir so her und du musst nur einen kleinen Umformungsschritt machen, nachdem du dir diese Formel hier so hergeleitet hast, so wie ich das hier dann unten gemacht habe. Also je nachdem, was dir lieber ist, so kannst du jetzt weiter üben und im nächsten Video kannst du das dann gleich auch ausprobieren, denn da bist du an der Reihe. Also pack am besten gleich einen Zettel und einen Stift ein und legst dir bereit, denn du bist dann dran. Tschüss und bis dann!